Ich will wissen, was Autismus ist und wo Autisten arbeiten. Deshalb besuche ich Auticon, ein Berliner Unternehmen, das sich auf Softwareprüfungen spezialisiert hat und dazu ausschließlich autistische Menschen einstellt. Dort treffe ich einen ihrer Mitarbeiter, Martin. Dann fahre ich zur Freien Universität in Berlin und spreche mit Svenja, die über das Empathievermögen von autistischen Menschen promoviert. Und später treffe ich Philipp, der mir von seinen Arbeitserfahrungen als Autist erzählt. Also Asperger ist wie Autismus insgesamt auch eine Art zu sein. Also es ist nichts, was man hat, sondern was man ist. Menschen mit Asperger-Syndrom liegen in der Besonderheit in der Interaktion mit anderen Menschen. Also es sind einfach Eigenarten gegeben, die Interaktion deutlich erschweren. Zum Beispiel verstehen sie Ironie häufig nicht, die Smalltalk fällt ihnen schwer, Blickkontakt halten. Also jede Form, die so ein flüssiges, automatisches Miteinander kommunizieren ausmachen, was bei uns so automatisch und selbstverständlich abläuft, ist bei Menschen mit Autismus und auch eben mit dem Asperger-Syndrom beeinträchtigt. Ich sehe mich nicht als behindert, ich sehe mich eher als ein Begabungstyp, wie ich das nenne. Also so wie man sagen kann, jemand ist eher handwerklich begabt oder ist künstlerisch begabt, so sehe ich mich halt als einen bestimmten Typus Begabung. Und das ist mit bestimmten Stärken verbunden, aber eben auch mit bestimmten Schwächen. Wenn man sagt, man ist Autist, dann wiederum führt das dazu, dass das dann eher zu einer negativen Wahrnehmung führt. Also dann wird eben nicht gefragt, was kannst du besonders gut, sondern was kannst du alles nicht. Asperger sind gut im Fehler erkennen, weil wir oft den Blick aufs Detail hundertprozentig richten können und dann auch Kleinigkeiten sehen, wenn jetzt mal ein Komma statt ein Semikolon ist oder so, wo der NT, sagen wir immer, Normalticker, sagen würde, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht, ist das bei uns halt anders. Bei uns ist halt jeder Baum, jedes Blatt da einzeln wichtig. Zum einen bin ich ein sehr abstrakter Denker und auch versuche ich immer, was ich in einem Zusammenhang gelernt habe, dann möglichst übertragbar zu machen. Es gibt keine konkreten Zahlen zu den Beschäftigungsraten bei Autisten. Das sind Schätzungen. Was wir aber von diesen Schätzungen wissen, ist, dass knapp über 40% der Asperger-Autisten arbeitslos sind. Also vor dem Job hier hatte ich viel von Hartz IV gelebt und habe auch selber Nachhilfe gegeben in Mathe- und Wirtschaftsfächern, halt in allen Sachen, die ich vorher gelernt habe und nie halt professionell anwenden konnte. Zum einen war das Diplomthema vielleicht zu sehr aus der theoretischen Informatik, aber zum anderen denke ich halt auch, dass das bei der Vorstellung bei Bewerbungsgesprächen halt nicht so gefluppt hat. Wenn jetzt in der Stellenbeschreibung drinsteht, können Sie A, B, C, D, E, F, G und ich kann jetzt, also wenn ein Autist es liest und denkt sich, ja, A, B, C, D, E, F kann ich ja, aber G nicht, würde er sich nicht bewerben. Und das führt dann immer zu diesem fatalen Umkehrschluss, wenn der sich selber nichts zutraut, dann wird er auch nichts können. Hier war es halt anders, weil das Bewerbungsverfahren mehr auf Asperger zugeschnitten ist. Also es gibt da nicht diese Smalltalk-Prüfung, von wegen haben sie gut hergefunden und dann wird irgendwas Bestimmtes erwartet oder so. Das geht hier schon mehr ums Fachliche. Ich würde mir einfach wünschen, dass man erkennt, dass Autisten eben genauso auch Stärken haben und dass man, wenn man jetzt irgendwas ausgeschrieben hat und jemand bewirbt sich als Autist und sagt dann zum Beispiel, ja, das ist hier jetzt zufällig mein Spezialinteresse, dass man einfach sagt, oh, hier, Chance, ja, jemand wirklich guten zu kriegen und nicht, das ist doch der, was weiß ich, nicht alleine aufs Klo gehen kann oder irgend so ein Quatsch, so. Vielleicht wäre es für alle leichter, Autismus einfach als eine Spielart der Natur zu sehen, wie Philipp es formuliert hat.
Wenn das alle Arbeitgeber anerkennen würden, dann bräuchten wir auch keine Stellen extra für Autisten.